War ja los! Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich war das letzte Mal schon auf meinem anderen Projekt, diesmal sind wir bei True Farming. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Anwesend sind hier Friedrichsen, Ziegel, der ehrenwerte Polizist Rotstein, die Frau Hansen und gut, der Freezy ist halt auch da. Gut. Habt viel Spaß und wenn der Freezy auf den Sack geht, schreibt mir, ne? Vergessen hat er den Mann der Ehre Bayer. Achso, stimmt, ich habe ja, das ist ja mein Kanal. Hallo? Ja. Hallo Leute. Entschuldigung, Pläne, Haus, ich war verwirrt und Liv, wir zwei gleich mit euch auch. Okay. Alles klar, dann werden wir wieder fahren. Jo. Was mit meiner Villa? Was ist denn jetzt mit meiner Villa? Ja, er hat doch der Friedrich schon gesagt. Was haben sie gesagt? Die Pläne liegen bei mir auf dem Schreibtisch, die werden noch geprüft und dann sagen wir ihnen Bescheid. Alles klar. Jo. Alles klar. Dann gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Servus. Ach, und Herr Freezy? Ja. Kaufen Sie Ihrem Hund mal bitte eine etwas größere Hütte. Der ist ja viel zu groß für das Ding. Und bei dem Wetter die ganze Zeit draußen, da reden wir ja schon fast von einem 222 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Verpiss dich. Der Tierquälerei besagt. Hau ab hier. Sonst was? Der ist sehr vorbildlich, Herr Rotstein. Kommen Sie mit. Hoheitsrechte? Lassen Sie sich nicht drauf ein. Na, fahren Sie, Herr Rutschen. Den ziehe ich noch, den Zahn. Und du? Bitte? Seit wann hast du ein Kind? Du hast nichts davon gesagt. Ja, weißt du, ich war 18, als ich das Kind bekommen habe. Und mir war das alles zu viel. Das war auch nicht von meinem Ex-Mann. Das war quasi ein Unfall. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Es war halt, keine Ahnung, eine schöne Partynacht. Und ich habe das alles nicht geschafft und habe quasi das Kind bekommen und habe es meinen Eltern gegeben. Und dann bin ich weggelaufen, zu meinem Ex-Mann quasi. Ja, und hab das für mich abgeschlossen damit. Ich hatte 18 Jahre lang keinen Kontakt zu dem. Ich wusste nicht mal mehr. Also ich hab denen keinen Namen gegeben, hab's meinen Eltern gegeben und gesagt, tschüss, ich kann das nicht, ich bin weg. Deswegen, ich konnte damit nichts anfangen, bis ich die Bilder gesehen habe. Der ist Polizist! Fritzel, ich kann nichts dafür, ich wusste das nicht. Es was soll ich denn tun? Es war nicht meine Absicht, dass er hier auftaucht. Es ist alles okay. Ich kann dir das verzeihen. Ich liebe dich so sehr. Überhaupt kein Problem. Aber der ist Polizist. Oh. Wir haben Probleme. Der ist auch noch ein richtig widerlicher Polizist. Das ist nicht mein Kind. Der hat definitiv mehr Anteile von seinem komischen Vater. Mein Kind wird sowas niemals sagen. Und jetzt? Das ist nicht. Also ich möchte den nicht als meinen Sohn annehmen. Du willst nicht? Der hat dann... Also... Ich weiß nicht. Ich meine, wir wollten doch ein Kind und ich meine, der ist 18. Ich meine, dann sparen wir uns die Erziehung und das Geschrei. Aber er ist halt ein Polizist, eine Arschgeige, ne? Was soll man denn machen? Ob man das noch umerziehen kann? Ja, nützt ja jetzt nichts, ne? Ich meine, man kann ihm ja mal eine Chance geben, ihn mal kennenlernen. Ich meine, er ist mein Sohn, also ich würde ihn vielleicht schon gerne mal kennenlernen wollen, wie er so ist. Ja, und klar. Ich war da wohl auch nicht die netteste Mutter, die man so haben kann als Kind. Aber an sich war das ja anders geplant. Ja. Ich würde auch sagen, wir lernen ihn mal kennen. Vielleicht ist es ja außerhalb vom Dienst keine Arschgeige. Ja. Fritzel, es tut mir echt leid, weißt du, für mich war das, ich hätte nicht gedacht, dass Liv, alles gut. Das jemals wieder auftaucht in meinem Leben. Du brauchst dich dafür wirklich nicht zu entschuldigen. Alles gut. Komm hier, es tut mir echt leid. Auch alles gut. Das wird schon gut, wird schon gut. Na gut, dann ich fahr mal zurück auf den Hof oder reite mal zurück zum Hof, ja. Weiß er denn schon, wo er wohnen soll? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe den ja auch gerade erst kennengelernt. Ich rufe ihn mal an. Okay. Frag mal, wo er wohnt. Wir hören uns dann, ja? Ja. Von Katastrophenfällen oder so. Polizeiinspektion Schwarzingen, Bayer. Guten Tag, Herr Bayer. Fritzl Friesi nochmal hier. Hi. Sag mal, hast du den Rotstein vielleicht noch bei dir oder könntest du mal bitte auf laut stellen? Ja, Moment. Herr Rotstein, ich stelle mal kurz auf laut. Der Herr Friesi ist dran. Okay.
Er ist laut, Herr Freezy. Hallo, hallo, Herr Rotstein. Hallo, Herr Freezy. Ja. Ich habe deine Mom geheiratet. Ja. Ich schlafe mit deiner Mom. Ja. Da ist es ja nur klar, wenn du noch kein Haus oder keine Wohnung oder was auch immer hier in Schwarzingen hast, kannst du gerne hier entweder bei der Liv mitwohnen oder wenn du erstmal vielleicht dich langsam deiner Mutter wieder nähern willst, kannst du natürlich auch gerne bei mir im Haus wohnen. Gar kein Problem. Ich danke auf jeden Fall ganz herzlich für das Angebot, Herr Freezy. Ja. Und werde mich diesbezüglich auf jeden Fall nochmal melden. Das hört sich gut an. Wir haben auch beide Interesse, dich kennenzulernen, also... Okay. Wenn du... Weiß ich auch nicht. Das ist gerade ein bisschen schwer für mich. Nachvollziehbar ging mir gerade nicht anders. Ja, nee, nicht, dass ich ein Sohn habe, damit kann ich leben, alles cool, jeder hat eine Vergangenheit, aber dass du Polizist bist, das macht mich ein bisschen fertig. Warum? Herr Freezy, Sie hören schon, dass Sie auf laut sind, oder? Hallo, kann ich hier mit meinem Stiefsohn mal reden? Sie haben doch um Lautsprecher gebeten, bin ich der Meinung. Genau. Ja, finde ich aber sehr gut, dass Sie so abwertend über die Polizei sprechen. Hey, Polizei, Freund und Helfer, alles was zählt, geile Mannschaft. Ich bin Fan von euch. Herr Freezy, ein bisschen weniger Sarkasmus das nächste Mal, dann kaufe ich es ihm vielleicht sogar ab. Ich bin Fan. Hey, Polizei. Fan. Okay. Herr Freezy, ich danke auf jeden Fall für Ihr Angebot. Und wie gesagt, ich werde mich diesbezüglich nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen. Hast du denn wirklich vor, bei der Polizei zu bleiben? Ja. Ich könnte dir was anderes anbieten. Das wäre? Kommst du in die Landwirtschaft? Danke, Herr Freezy. Wie, nicht, oder was? Nein. Dem Herrn Rotstein, sein Herz schlägt blau. Ja? Entschuldigung. Etwas mehr Kontenance, bitte. Entschuldigung, ich habe gerade getrunken. Kann doch mal passieren, als wenn du noch nie gerülpst hättest. Gut, Herr Freezy, kann ich sonst noch was für Sie tun? Nee, momentan nicht. Super, alles klar. Dann danke ich ganz herzlich für den Anruf und das nette Angebot. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das ist eine Arschgeige. Hallo, Herr Freezy. Hallo, Herr Bär. Ich wollte Sie gerade nicht von Ihrer anstrengenden Arbeit abhalten, die Tore zuzumachen. Ja. Alles gut bei Ihnen? Nee. Oh, das klingt ja nicht so schön. Was berückt Sie denn? Die Liv hat ein Kind. Das Blar ist jetzt 19 Jahre und Polizist. Oh Gott. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und das läuft jetzt hier rum, oder wie? Ja. Oha. Na gut. Netter Polizist oder nicht so netter Polizist? Bis jetzt hat er den Stock ganz weit im Arsch. Böse. Aber weswegen ich hier bin. Ja. Ich habe ja noch eine offene Rechnung bei Ihnen wegen dem Kompost. Da war ja was. Ja. Das wären laut meiner Rechnung 36.000 Euro. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich mein Notizbuch in der Küche liegen habe. Aber ich glaube, das müsste hinkommen. Ja, wenn nicht, würde ich mich nochmal melden. Aber ich meine wohl, dass es auch so hinkommt. Irgendwas hatte ich da so ausgerechnet, ja. Aber das würde ich Ihnen erstmal überweisen und dann habe ich mir jetzt extra von Herrn Schlagmann LKW ausgeliehen. Ja. Haben Sie denn noch Kompost? Da müsste eigentlich was drin sein. Ich hatte da auf jeden Fall den Miguel beauftragt, da alles hinzubringen. Ja. Okay, das klingt gut. Dann einmal die 36.000 Euro für Sie. Jo. Und dann würde ich noch mal ein bisschen was einladen. Ich sag, wenn es recht ist, Ihnen dann, ja, wie viel es war. Und wenn wir dann 500 machen könnten pro 1000 Liter, weil ich es mir ja selber geholt habe. Ach genau, warte mal, ey, da fällt mir gerade was ein. Kannst ruhig mal eben hier unter mein Silo fahren. Ich glaube, ich habe da was eingelagert an Kompost. Dann kannst du das vielleicht direkt mitnehmen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ein Moment. Ich kann dir sofort sagen, wie viel ich im Lager habe. Kompost. Da habe ich drin 300.000 Liter. Kannst du, wenn du was brauchst, kannst du da direkt hier. Dann brauchst du nicht extra runterfahren.
Also so 140.000, 150.000 Liter oder vielleicht auch ein bisschen mehr würde ich da mitnehmen. Ja, nimm mal ruhig mit und dann sagst du Bescheid, wie viel du mitgenommen hast. Alles klar, machen wir so. Alles klar, Herr Bär. Ja, vielen Dank. Ja, ich hab zu danken. Tschüss. Ciao. Sein Herz schlägt blau. Ist der Schalke-Fan oder was? Versteift euch mal da nicht so drauf, dass das der Sohn ist. 14? Ja. Oh, klingt sauer. Mich bin ich sauer, naja, alles gut. Alles okay? Ja, sicher bei dir. Hast du ihn erreicht? Was? Hast du den erreicht? Ja. Und? Er hat nur gesagt, danke für das Angebot. Er hat weder ja noch nein gesagt, ich weiß nicht. Komischer Typ. Ja. Das ist wohl wahr. Was hast du denn da? Ich hab dich gerade am Straßenrand wieder mit dem Landtunnel gesehen. Bist da letzte Zeit ziemlich oft. Was soll das denn jetzt heißen? Das sind unsere Trauzeugen, Fritzel. Für mich mal. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Landhandel? Was hast du denn schon wieder mit denen? Hast du denen davon erzählt? Ich wollte mit dem Harry sprechen und bin in Tränen ausgebrochen, könnte man so sagen. Hennef. Was denn?
Weißt du eigentlich, wie emotional die Situation für mich gerade ist? Ja, nicht nur für dich. Ja, für dich auch. Machen wir denn hier jetzt überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Weglaufen? Hat schon mal geklappt. Hat schon mal geklappt. Können wir doch nicht machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wer der Vater ist. Na toll. Fritzel. Sollten wir mal eine Tochter bekommen, bringen wir dabei, wie man verhütet, okay? Ja, auf jeden Fall. Hey Fritzel, hey Fritzel, lass dich mal drücken! Ja, hey, herzlichen Glückwunsch! Lass dich mal drücken, ey, wann ist ein Bischbier? Bitte? Wann ist ein Bischbier? Wann ist ein Pingelparty? Ich muss los. Wann können wir kommen? Ja, warte, wenn du mein Vater wirst, hätte ich nie gedacht, Mensch! Seid ihr bescheuert, Leute? Der Typ ist ey! Das ist. Das ist ein Bulle! Ja. Ein Polizist, komm, ja, bitte. Das ist. Dafür kriegst du jetzt erstmal eine Wäsche für deinen Traktor, der sieht ja schäbig aus. Ja, also die geht aufs Haus. Ja, also. Genau, hey, zum aber Glück, ey, ganz ehrlich, das geht ja aber gar nicht. Scheiße, warte. Ja. Ohne Pickelparty kommst du mir ja nicht davon, ne? Boah, nee, ja, bitte nicht. Klar. Hier hintenrum Vater machen, ne? Und dann ja, hintenrum! Ah, ja, du Schlingel, du! Ich hab im Tränen, habe ich in meiner Halle gesessen und geweint. Ja, Liv auch. Ja. Und sie hat dich angerufen. Doch, klar, wir haben doch schon darüber geredet. Ach so? Also, ja? Ich gebe dir einen guten Tipp. Deine Frau ist ziemlich am Boden. Ja, weiß ich doch. Ja, aber ich gebe dir noch einen guten Tipp. Was denn? Du sollst dich echt mit dem verstehen, weil ich glaube, das verkraftet sie sonst nicht. Hallo. Ich hab ihn doch eingeladen, dass er bei mir übernachten kann und so. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Das ist ja das eine, aber das andere ist ja... Nur weil er Polizist ist. Der Polizei. Der Bayer. Ja. Manus, ich hab mal ganz kurz eine Frage. Ganz kurz, Herr Bayer, ich würde bloß gerne noch den Herrn Fritzel abrechnen, dass wir da alles für die Ordnung heilen. Ja, haben. Ja, genau, sag mal eben an. Fritzel, das würde 18.500 machen. Ja. Herr Bayer, Sie dürfen. Herr Manus. Herr Fidel. Ich hab überwiesen. Danke. Dem habe ich gerade gesprochen, hat weder einen Personalausweis noch sonst irgendwas, hat mir mitgeteilt, er arbeitet bei Ihnen und wohnt bei Ihnen. Ist der Herr Fiedeljub denn angemeldet? Also da muss man ja sagen, Chef, da hattest du doch letztens mit dem Bürgermeister gesprochen und der Bürgermeister meinte, er meldet sich zwecks Termin und Anmelderei. Also da, Herr Bayer, wird man auf den Bürgermeister verweisen. Ich habe ja gesagt, der Termin und Anmelderei, aber das heißt, er ist nicht angemeldet, das heißt, er dürfte eigentlich nicht arbeiten bei Ihnen. Na doch, wir haben ihn ja angemeldet, aber wenn der Herr Friedrichsen uns noch nicht... Haben Sie denn die ganzen Identifikationsdaten? Weiß ich jetzt auch nicht. Also die können wir Ihnen, Herr Bayer, die können wir Ihnen definitiv sehr gern übermitteln, das überhaupt. Aber woher haben Sie die und der Herr Fiedeljub nicht? Ja, der Jupp ist ja manchmal bitte, Jupp, du hast sie doch wieder oben liegen lassen. Hast du wieder mit einer Waschmaschine Nägel gehauen und auf den Boden aufgehangen, das trocknet? Wie das, beim letzten Mal wieder? Das kann natürlich sein. Ja, das war mir wieder klar. Aber vielleicht liegen sie... Liv? Ja? Wo bist du? Auf dem Weg zum Hof, Stechlerhof. Ich komme zu dir mal eben. Okay.
Hallo? Riddichen, servus. Ja, ich kann gerade nicht. Ich rufe sie gleich zurück, ja? Okay, alles klar. Gleich. Tschüss. Tschüssi. Liv? Fluffy Julia. Der Klingelton von Friedrichsen ist ein Ohrwurm. Ja, das ist wohl wahr. Komm mal her. Lass dich mal umarmen. Alles wird gut. Okay. Wir kriegen das hin mit dem Jungen. Danke. Ach, jetzt ist es so. Oh. Es war, weißt du, ich meine, ich hatte schon eine schöne Kindheit und so, aber es gab ein paar Jahre, kann man sagen, wo ich ein bisschen rebellisch war, könnte man sagen. Dabei kam dann sowas raus, ein Polizist. Ach, Fritzel. Ach, alles gut, ob Polizist oder nicht. Er gehört zu dir und was zu dir gehört, gehört auch zu mir. Oh, Fritzel, das war jetzt aber romantisch. Wir kriegen das schon hin. Oh. Du bist ja süß. Ich weiß ja gar nicht, ob er das überhaupt möchte. Vielleicht zeigt er ja auch, ja, Phil, ich habe mich 18 Jahre nicht um ihn gekümmert. Warum soll ich es jetzt tun? Also, vielleicht möchte er das ja auch gar nicht. Das wäre ja nicht. Ach, Quatsch, der will das schon. Ja, da werde ich wohl mal mit ihm reden. Meinst du, der trägt jahrelang da das Foto, das alte Foto mit dir rum, wenn er es nicht will? Hm, ein gutes Argument, Ich würde ja einfach mal sagen, wenn du mich dabei haben möchtest, weiß ich nicht, verabreden wir uns mal mit ihm, was weiß ich, wir gehen oben an eine Kneipe was essen oder was, lernen uns mal kennen. Kannst du natürlich auch gerne alleine machen, ich kann das natürlich verstehen, wenn du da mich jetzt erstmal nicht beihaben willst oder was auch immer, und das kriegen wir schon irgendwie hin. Ob Polizist oder nicht. Ach, Fritzel, das war echt eine gute Entscheidung, dich zu heiraten. Oh. Das lieb. Oh. Naja, was ist da mit unserer Kinderplanung? Ja, die machen wir weiter, oder? Weiß nicht. Willst du überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Also, das hört sich scheiße an. Also, ich, auf jeden Fall würde ich mit dir Kinder haben wollen. Also, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Aber wenn du jetzt erstmal sagen würdest, wir wollen erstmal den Großen alles im Reine kriegen, dann machen wir das zuerst, bevor wir... Naja, die Jüngste bin ich ja, irgendwann werde ich ja auch alt, also wir können ja gucken einfach, was passiert. Ob das Schicksal das möchte oder nicht. Ja, würde ich auch so sagen. Ach, Fritzel. Erst kommt mein Ex hierher und terrorisiert Schwatzingen, jetzt kommt der her und wer weiß, was der uns für Probleme macht. Ach. Und warum haben die immer alle was mit mir zu tun? Das weiß ich auch nicht. Aber das ist wie bei mir. Ich fahre um die Ecke und ich bin schuld. Ja, toll. Naja, man hatte bisher noch keinen entführt oder so. Was? Naja, mein Ex hatte ja hier Harry entführt und so. Und immerhin hat er das noch nicht gemacht. Ach, ich glaube, das wird alles gut. Ich glaube nicht, dass er hier irgendwas entführt. Ja, er wird wahrscheinlich anderen Stress machen. Seinen blöden Paragraphen da. Also ich schwör's dir, wenn wir Abendessen mit ihm zusammen oder sonst irgendwas und er ein Wort von einem Paragraphen sagt, nehme ich dieses Gesetzbuch und klatsche es ihm ins Gesicht. Nein, das können wir doch nicht machen. Warum? Eine Erziehungsschelle schadet manchmal nicht. Ja. Vielleicht hat er die von meinen Eltern nicht bekommen. Hast du jetzt gesagt, eine Erziehungsschelle schadet nicht? Vielleicht ist es auch schon zu spät bald mit 18 Jahren. Ja, jeder hat doch als Kind mal einen auf den Poppes bekommen, oder? Also ja. Na eben. Ach, das wird schon. Das wird schon. Ich mache mir da nicht so keinen großen Kopf. Ich glaube, dass alles gut ausgehen wird. Das hoffe ich. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt nur gespannt, was jetzt passiert. Ich auch. Aber weißt du, was mich viel mehr interessiert, wer der Vater ist? Da gab es so ein paar Kandidaten. Was heißt denn jetzt ein paar Kandidaten? Ich sagte ja, es war eine schöne Partynacht und so, ein bisschen viel Alkohol. Du machst mich fertig. Oh,
kannst du, wenn du mal wüsstest, ich mach mich selber fertig. Naja, jetzt lernen wir ihn erstmal kennen. Ich meine, ja. Vater ist ja nicht hier, es tut ja nichts zur Sache. Aber dann könnte man auf Unterhalt und so, weißt du? Ja, stimmt. Ich weiß nicht, müssten wir da nicht auch Unterhalt zahlen? Hm. Weil der wohnt, okay. Ja, aber jetzt wohnt er ja bei uns, dann müssen wir keinen Unterhalt zahlen. Jetzt, ich bin jetzt 18. Ah, nee. Müssen wir mit der Stadt dann mal sprechen, wenn es soweit ist? Ja. Hältst du denn heute Abend von einer schönen Kuschelrunde? Eine schöne warme Badewanne? Auf jeden Fall, das brauche ich heute. Ich auch. Willst du eigentlich mal dein Pferd besuchen? Ja. Steht irgendwo auf der Koppel. Schwarz. Black Monster. Black Monster. Was ist Skyfall? La Prinzessa? Skyfall? Du kannst dich auch daneben stellen, dann siehst du es auch angezeigt, bevor du auf E drückst. Echt jetzt? Ja. Hallo? Bär, hallo. Guten Tag, Herr Bär. Ich würde jetzt noch eine Ladung holen, dann habe ich 210.000 Liter geholt. Ja. Wir hatten ja 500 gesagt, ne? Ja. Wenn ich selber mache, selber hole. Genau, ja. Dann würde ich noch 105 überweisen und dann sind wir quitt. Ja, alles klar. Bevor wieder das so lange dauert. Ja. Alles klar. Geld ist raus. Jo, ist dran gekommen. Okay, danke, Herr Freezy. Dann noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Ciao. Tschüss. Ich find's gerade nicht, Liv. Mir werden auch keine Namen angezeigt. Nicht? Warte. Hier, warte. Huh? Ah. Ich schreit's mal raus aufs Feld dann. Ja. Vermischt er sich nicht wieder mit den anderen. Die tarnen sich ja sehr gerne, wenn sie nicht arbeiten wollen. Also wie Ole. Mist. Toll, Liv. Ganz schön frech, der Bursche. Hier. Ganz schön frech. Einfach wieder zurück auf die Koppel marschiert. Da musst du, den musst du noch ein bisschen erziehen. Der hat das noch nicht so. Wollen wir genau nicht da die Ausbildung mit deinen Polizeifern? Ja, die sind schon in der Ausbildung. Mit einem mache ich jetzt gerade wieder ein bisschen langsamer, nachdem ich da gestürzt bin. Da muss ich quasi wieder ein bisschen von Null anfangen, nachdem sie sich da so erschreckt hatte. Aber die, okay, sind schon gut dabei in der Ausbildung. Jetzt muss ich nur den Bayer noch drauf trainieren. Und naja, vielleicht hat ja der Michael auch Lust drauf. Der wer? Unser Sohn. Achso, wie hieß der? Michael, glaube ich. Ja, stimmt. Das ist ein schickes Pferd. Für dich. Der ist schon an sich gut ausgebildet, an sich braucht halt noch ein bisschen Liebe und Zuwendung und Vertrauen. Das kriegen wir wohl hin. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Sag Tschüss. Tschüss.